Hier mal ein kleiner Reminder, in der neuen Welt, also in der wir jetzt uns mittlerweile auch mit dem Projekt Fair Talk bewegen, da läuft es ja nicht über Zwang. Das heißt, wir machen freiwillig ein Angebot und ihr unterstützt uns. Und das soll bitte auch in Zukunft so bleiben, denn wir brauchen eure Unterstützung, damit wir Fair Talk in die Zukunft entwickeln können. Also, Dankeschön und alle Unterstützungsmöglichkeiten unter diesem Video. So, und jetzt startet die Sendung. Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zum Q&A live aus Düsseldorf. Schönen guten Abend. Hallo. Willkommen. Mann, das ging heute Abend bei unserem Thema gesunde Ernährung, die Schlacht um die Konzepte so heiß her, wir hätten beinahe ein Hitzeschutzkonzept gebraucht. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Fragen aus unserem Publikum und möchte aber noch mal kurz die Gäste vorstellen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Jörg Spitz. Hallo, Herr Spitz. Herzliches Willkommen an Ulrike von Aufschneider. Hallo. Ebenso Stephen Acuff, herzlich willkommen. Und jetzt noch ein viertes Mal herzlich, sonst wird es ungerecht. Uwe Knob, hallo Herr Knob, herzlich willkommen. Wir starten mit einer Frage, die im Livestream-Chat gestellt wurde, und zwar von Gilly. Sie fragt, die Rainforest Alliance und Appeal, und das ist dieses Froschsymbol, das jetzt auf ganz vielen Lebensmitteln drauf ist. Was sagen Sie dazu? Kann man dem trauen? Ich würde es nicht kaufen. Weil? Weil es von einem Großkonzern kommt, die Haltbarkeit der Lebensmittel verlängern soll, ohne dass Langzeitstudien angefertigt wurden, wie sich denn eigentlich das Lebensmittel in dieser Hülle verändert und was genau das für ein Überzug ist, ist auch unklar. Also ich bleibe bei dem Grundsatz, kaufe nichts, wo ein Etikett draufklebt. Oder iss nichts, wo ein Etikett draufklebt. Das gilt halt auch dafür. Es ist schwierig, sehr schwierig. Kann ich nicht zu sagen, Ökologie ist nicht mein Thema. Wenn es der Nutri-Score gewesen wäre, würde ich sagen, der ist Quatsch, den braucht keiner. Okay. Können Sie es kurz erläutern, zwei Sätze? Ja, weil auch dafür die wissenschaftliche Grundlage fehlt, dass man auf Produkte grüne Aufkleber macht, ein grünes A, und sie seien damit gesünder, was Quatsch ist, oder dann einen roten Buchstaben, Warnung. Die Leute denken, es handelt sich um gesunde und ungesunde Produkte, aber das gibt der Nutri-Score gar nicht her. Der bringt mehr Verunsicherung, als er irgendwas bringt. Und es gibt doch keinen Nutzen, dass er irgendwen gesünder hält. Von daher am besten ignorieren. Ignorieren Sie denn auch, Herr Eckhoff? Ich bin auch skeptisch. Ja. Und zur Rainforest Alliance, so heißt das, ne? Ja, richtig? Ja, auch skeptisch. Das ist so undurchsichtig, so viele, Geldzahlungen hinter den Kulissen. Man musste das wirklich intensiv nachforschen, bevor man das glauben kann. Der Konsum müsste eigentlich etwas mehr alternativ sein. Mhm. Genau wie Sie vorhin gesagt haben, dass früher war 80 zu 20, jetzt 20, 80, dass viele Produkte, die als umweltschonend verkauft werden, sind im Grunde genommen die falsche Art von Konsum. Und man kann auch das kaufen. Wir kennen das auch von der MSC. Das heißt also, dass das Fisch ist umweltfreundlich gefangen. Und dann stellt sich heraus, dass das alles freiwillig ist. Die Leute, die den Fisch fangen, die erzählen dann, ob sie diese Bedingung erfüllt haben. Aber es gibt keine Kontrolle. Eine erste Frage hier direkt aus dem Publikum. Ja, von mir. Hallo, schönen guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Eileen Scherer. Ich danke auf jeden Fall für diese lebhafte Diskussion und möchte da vielleicht gerne am Anfang nochmal in das Bienennest stechen, Herr Knob. Und zwar geht es um das Thema randomisierte Studie. Und da habe ich einfach eine Frage. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es keine randomisierte Studie gibt, die Kausalitäten herstellt, weil es können doch eine Kausalität hergestellt werden, wenn es zum Beispiel eine Studiengruppe gibt, die ein Placebo bekommt
bekommen, zum Beispiel ein Vitamin C als Placebo und die andere Gruppe ein Supplement als Vitamin C. Also warum soll es diese Studien nicht geben? Das habe ich eben gerade nicht ganz nachvollziehen können, weil das war ja doch schon eine längere Diskussion, die dort... Das liegt daran, wenn wir jetzt nicht über Pillen sprechen, sondern über Lebensmittel, weil sie können zum einen kein Placebo-Fleisch herstellen und das den Leuten geben und zum anderen die Randomisierung, die funktioniert zwar ab und zu, aber es gibt doch kleine RCT, nennt man die, im Ernährungsbereich, die sind winzig, die haben total viele Limitierungen, geben auch wieder nur neue Hypothesen. Kurzum, wenn Sie zum Beispiel feststellen wollen, leben Vegetarier gesünder als Fleischesser, da müsste man die Gruppen, damit es keine Verzerrungen gibt bei den Ergebnissen, randomisieren, das heißt zufällig aufteilen. Das heißt, sie müssen eine große Gruppe haben über lange Zeit. Nehmen wir 100.000 Personen, die müssten jetzt zufällig verteilt werden, damit die gleich sind. Und jetzt müssen sie einer Gruppe sagen, du kriegst vielleicht die nächsten 10 Jahre nur noch Placebo-Fleisch und die andere kriegt halt echtes Fleisch. Da würden die Vegetarier und Veganer in der Gruppe sagen, oh, ich bin raus, ich mach nicht mit, wäre schon mal verzerrt. Und hier würden die Fleischesser sagen, ich esse nicht 10 Jahre nur Placebo-Fleisch, weiß gar nicht, was das ist. Aber es gibt ja auch gar keins, also können sie es gar nicht machen. Das heißt, sie können damit nicht randomisieren, weil es die Möglichkeiten gar nicht gibt. Sie können auch nicht verblinden, das heißt, dass jeder nicht weiß, was er da isst, weil es auch diese Möglichkeit nicht gibt. Und dann können sie auch nicht von den Leuten verlangen, dass sie 10 Jahre lang das beibehalten. Und deshalb gibt es keine wirklich aussagekräftigen, randomisierten, klinischen, placebo-kontrollierten Studien, die lange laufen im Bereich Ernährung und dann noch harte Endpunkte haben. Von daher keine Kausalevidenz und die wird es auch mit dem momentanen System nicht geben. Danke für die Frage, danke für die Antwort und die nächste Frage bitte. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Hi, ich bin Jonas. Eine Frage an Frau von Aufschneider. Wir hatten vorhin das Thema Deutsche Gesellschaft für Ernährung mal kurz angesprochen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich vor 25 Jahren vor meiner Cornflakes-Packung saß und dachte, geil, Cornflakes essen super. Meine Frage geht dahin, inwieweit hat sich die Ernährungspyramide, die Empfehlungen im Laufe der Jahre geändert? Und gibt es auch in anderen Ländern eventuell Empfehlungen, beziehungsweise machen es andere Länder besser oder machen es nur wir so scheiße? Danke. Also die Ernährungspyramide, ich weiß nicht, wie sich das jetzt vor 30 Jahren gestaltet hat, das Bild habe ich jetzt nicht vor Augen. Frau von Aufschneider, Sie müssen mich anschauen. Also das ist so, dass diese Pyramide weltweit eingesetzt wird, zumindest in den westlichen Ländern. Also man findet ähnliche Konstrukte in den USA oder in Kanada und im europäischen Raum haben wir die deutsche Gesellschaft und die österreichische und die Schweizer Gesellschaft, die arbeiten eh zusammen, die haben die gleichen Pyramiden. Und die Pyramiden sind halt wenig aussagekräftig, weil sie genau das unterschreiben oder unterstreichen, was ja Herr Knob auch sagt. Alles geht, nur so ein bisschen in Maßen und irgendwie verhältnismäßig sollte das sein, aber wie genau wird nicht beschrieben. Und wie gesagt, ich habe mir ja nun ein bisschen genauer angeguckt, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zustande gekommen ist. Und wenn man sich das anguckt, also sowohl die Historie als auch den wissenschaftlichen Beirat, als auch die Präsidenten, dann stellt man fest, das sind alles Ableger der Großindustrie. Mhm. Also kurze Zusammenfassung von mehreren Seiten und natürlich den entsprechenden Quellen. Ich vertraue dem gar nicht mehr, was die sagt. Wir haben noch eine weitere Frage, höre ich gerade aus unserem Livestream-Chat an Herrn Spitz. Und zwar, ich habe sie mal mitnotiert, ob Sie mal erklären könnten, die Eckpfeiler einer gesunden Ernährung anhand des Autobeispiels, das Sie in der Sendung gebracht haben. Also die Teile, die dem Auto entsprechen, sind zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, von denen wir wissen, dass sie Bestandteil des Gehirns sind. Einmal. Zum Zweiten aber, wir wissen, dass diese Substanzen eben nicht nur im Gehirn als Baustoff genutzt werden, sondern sie werden weiterverarbeitet zu Botenstoffen, die einen ganz entscheidenden Einfluss auf das Entzündungsgeschehen im Körper haben. Und zwar die Omega-3-Faktoren hemmen die Entzündung und Omega-6 schürt die Entzündung. Was nicht schlecht ist, weil ohne Entzündung kann zum Beispiel ein Schnitt, den man hat, eine Verletzung kann nicht heilen. Die Entzündung ist der Anfang der Heilung. Aber nach der Heilung muss die Sanierung kommen und das macht Omega-3, das wieder abzubauen. Deswegen brauchen wir das Gleichgewicht und wie das im Einzelnen funktioniert, noch einmal, ist nachweisbar im System zu zeigen und von daher brauchen wir einzelne Faktoren essentiell da drin. Oder Magnesium. Kommen wir zum Vitamin D. Magnesium
ist nötig, damit Vitamin D im Körper weiter verarbeitet werden kann zu der Endstufe, die die Wirkung dann im Zellkern hat. Wenn ich jetzt zu wenig Magnesium habe, und auch das ist nachgewiesen in Studien, selbst von der DGE, dass die deutsche Bevölkerung einen Mangel an Magnesium hat. Das liegt daran, dass wir eben kein Grünfutter essen. Ja, Magnesium ist das Zentralatom in dem Grün, im Blattgrün, und das wird einfach zu wenig gegessen, haben wir Magnesiummangel. Das bedeutet, dass wir mit diesem Magnesiummangel auch noch Vitamin D untergraben. Das heißt also, wir haben 8 oder 10 oder 15 wirklich essentielle Substanzen, die wir zuführen müssen, weil die derzeitige Nahrungssituation das nicht hergibt. Vielen Dank. Wir haben eine weitere Frage im Publikum. Der Herr, bitte. Ja. Ihr Name? Hallo erstmal, herzlich willkommen. Mein Name ist Kamal Salem. Guten Abend. Also meine Frage geht an allen. Ich wehre mich dagegen, dass man die Wissenschaft erklärt als Religion, als Dogma. Es gibt auch keine Studien, die besagen, dass es, wenn man aus dem Flugzeug springt ohne Fallschirm, dass man eventuell überlebt. Und deshalb springt man trotzdem mit Fallschirm. Weil das, der gesunde Menschenverstand sagt, dass es das auch nicht möglich ist, ohne Fallschirm lebend runterzukommen. Und meine Frage ist im Grunde genommen, es gibt auch Dinge, die wir auch feststellen können an Mangelzuständen. Sind verschiedene Laboren, wo das feststellen können. Und es gibt 2008 eine Studie sogar von Robert-Koch-Institut, dass in der Bevölkerung Mangelzustände bestehen. Und trotzdem wird dann auch nichts gemacht. Meine Frage an alle, warum solche Dinge werden nicht veröffentlicht und nicht in der Bevölkerung breit getreten, dass die Bevölkerung weiß, auch, dass wir auch in Mangelzustände leben? Das ist meine Frage an alle. Herr Eckhoff, wollen Sie vielleicht anfangen? Ich konnte das, es hat Gehalt, ich habe das nicht alles verstanden. Lassen wir einander. Also um es zusammenzufassen, warum diese Informationen, die man hat und die man aber nicht genügend veröffentlicht oder es nicht genügend in die Medien kommt, um daraus auch Handlungsableitungen für den Einzelnen zu bekommen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja. Ja, es gibt erstens Widerstand von der Industrie. Die Milchindustrie ist sehr aktiv bei der Unterdrückung von der ganz offensichtlichen Verletzung des Körpers durch Milch, und es wird so einfach unterdrückt, und die haben sehr viele Möglichkeiten. Ich war selbst einmal in Österreich das Opfer von einer aggressiven Reaktion der Milchindustrie auf der österreichischen Gesundheitsmesse. Ich weiß, was diese Leute können. Das ist zum Teil das. Das andere Problem ist, dass das ganze Thema nicht ganzheitlich betrachtet wird. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich ja aus der makrobiotischen Ecke komme. Und das zentrale Prinzip für Makrobiotik lautet, ganzheitlich denken und nicht die verschiedenen Aspekte nur herausholen. Und immer wieder kommt das so. Zum Beispiel, der Körper braucht etwa 10-mal, 12-mal mehr Kalium als Magnesium. Und viele haben einen Kaliummangel. Und wenn ich das in einer Beratung erwähne, dann werden 95% Leute sagen, ich esse 4 Bananen, ich kriege Kalium. Also jeder hat das so gehört, Bananen sind gut für Kalium. Aber leider enthalten Bananen auch eine Menge Zucker. Und Kalium gibt es auch in Gurken und in Grünkohl. Es gibt viele Möglichkeiten, muss nicht so sein. Aber das, immer wieder so diese Teilaspekte werden rausgeholt. Und die Menschen werden dann falsch informiert. Und wir brauchen mehr so ganzheitliches Denken. Und dass diese Information dann ohne Widerstand an den Mann kommt. Ich gebe ein Beispiel. Michael Pollan in den USA hat 2 sehr gute Bücher über Ernährung und Gesundheit geschrieben. Die Universität Kalifornien, Ernährungswissenschaftliche Fakultät, wollte seine Bücher mit einbeziehen in die Ausbildung dieser zukünftigen Ernährungswissenschaftler. Die Lebensmittelindustrie gibt sehr viel Geld. Und die haben gesagt, wenn die Bücher von Pollan eingezogen werden, ziehen wir das Geld raus. Also ist nichts passiert. Als Bush Präsident war, kam die große Studie über Zucker.
Zucker macht krank. Und die große Zuckerindustrie in den USA hat Bush so angepackt. Und dann hat Bush gesagt, wenn die WHO diesen Bericht über Zucker veröffentlicht, dann werden wir keine Beiträge mehr bezahlen an die WHO. Was ist passiert? Alles weg. Die Leute haben nicht mitbekommen, was Zucker im Körper anstellt. Und so geht es mir, das ist total korrupt. Wir haben ein korruptes System. Wir haben, und das stinkt überall, also egal welches Land, überall das Gleiche. Und ich habe gesehen, dass als die EU sich weiter etabliert hat, dass immer mehr von diesen negativen Zügen der USA sich hier breit machen, weil diese Organisation da. Ja, absolut. Ich würde ja. Die Frage ging ja an alle. Vielen Dank. Ja. Die anderen Statements vielleicht einen Tacken kürzer. Also man kann sich ja fragen, also wenn ein Mangel festgestellt wird in der Bevölkerung, wer ist denn dafür zuständig, dass ein Mangel da ist? Und dann stellt man fest, im ersten Schritt die Nahrungsmittelindustrie, weil sie Sachen produziert, die diesen Mangel hervorruft, weil einfach die Nährstoffe nicht mehr drin sind. So attestiert bei den großen Körperschaften. Also die verlieren Geld, wenn sie ihre Produkte nicht mehr industriell herstellen können, dürfen, weil sie halt nicht adäquat sind, sondern die Menschen wieder die Gurke essen. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Pharmaindustrie an jedem Menschen, der krank ist, auch wieder verdient. Also das heißt, es sind zwei Industriezweige, die wahnsinnig davon profitieren, wenn auf der einen Seite minderwertige Produkte reingeschoben werden in den Markt und auf der anderen Seite die Kranken wieder behandelt werden. Und darüber sitzt die Finanzindustrie. Das ist ja nun mein Heimatort beruflich gesehen. Und wenn man sich anguckt, wie ist so ein BlackRock oder Vanguard oder auch die großen Stiftungen von der Bill und Melinda Gates oder Rockefeller Stiftung, sind die immer diversifiziert, wie man das ja schön sagt, und zwar in beide Industriezweige investieren. Das heißt, die haben Interesse, dass diese beiden Industrien sich schön weltweit verteilen. Es gibt zwei Mechanismen, die dabei zu berücksichtigen sind. Das eine ist, oder der Grundsatz ist, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Und das eine sind die Medien. Ich muss die Medienschelte noch einmal wiederholen. Denn die Medien leben, Zeitung zum Beispiel, lebt nicht von den Abonnenten, sondern sie lebt von den Anzeigen. Und die Anzeigen werden von der Industrie bezahlt. Von daher wird das publiziert in den Medien. Das zweite Phänomen, was wir aber nicht kennen in der allgemeinen Bevölkerung, ist, dass der deutsche Staat und auch andere Staaten vor ungefähr 30, 40 Jahren aufgehört haben, ihre Forschung selber zu finanzieren. Ja. Sondern sie haben gesagt, wir machen ein Joint Venture mit der Industrie. Zu Deutsch, wir ziehen unsere Forschungsgelder raus und der Institutsleiter muss sehen, dass er Forschungsgelder einwirbt. Das klingt am Anfang toll, aber wenn man weiß, dass natürlich die Firma, die da meinetwegen 1 Million reinlegt, natürlich das untersuchen lässt, was sie braucht und das bekommt, was sie braucht und nicht das, was wir brauchen. Also es sind zwei Wege, wo wirklich die Informationen verschleiert werden oder gar nicht erst hergestellt werden. Und von daher haben wir als Resultante wieder das schlechte Gesundheitsbewusstsein, was wir haben. Bleibt uns nur die Eigenverantwortung am Ende wieder, Herr Knupp? Auch das, ja, weil Ernährungsstudien, wie wir wissen, bringen sowieso nicht viel. Und vielleicht noch kurz zu dem Punkt, den er meinte, warum wird das nicht publiziert, allgemein dazu. Das ist ein großes Problem, was in der Wissenschaft überall herrscht, dass viel zu viele Studien, die angefangen werden, dann leider nicht publiziert werden, sondern in Schubladen verschwinden. Und da haben sich schon etliche Initiativen dagegen gebildet. Es hat aber bislang noch nichts gefruchtet. Und da muss und sollte auf jeden Fall was passieren, dass es nicht sein kann, wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie sie gewünscht waren, dass dann das Paper verschwindet. Sondern es sollte so sein, jede Studie, die gemacht wird und zu Ende gebracht wird, muss auch veröffentlicht werden. Und da gibt es ein großes Defizit, das ist richtig. Die nächste Frage bitte, der Herr. Ja. Guten Abend, hallo. Guten Abend, mein Name ist Christoph Nienaus und ich habe eine Frage an Stephen Acuff. Ihr persönliches Statement zum Thema Fasten würde mich nochmal interessieren. Und als zweite Frage dann auch Fasten in der Therapie. Haben Sie da schon Erfahrungen? Nutzen Sie das in der Therapie von Krankheitsbildern? Haben Sie da irgendwelche Aussagen zu? Vielen Dank für die Frage. Ja, das war Thema Fasten, nicht? Mhm, genau. Ob es da sozusagen Erfahrungen gibt, auch in der Therapie, die Sie mit Fasten gemacht haben? Ja, zuerst in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, haben manche Ärzte dann mit Fasten gearbeitet. Denn dort waren etwa 80% Krebspatienten und die waren auf
auf alles eingestellt, also nur, dass es vielleicht hilft. Und die haben festgestellt, manche Leute haben eine Fastenkur als sehr positiv und aufbauend erlebt und bei anderen sind sie nur schwach geworden. Und ich konnte sehen vorher, weil ich diese Körperdeutung kenne, ich wusste schon vorher, wenn ich die Patienten angeguckt habe, ich wusste, wer durch das Fasten gestärkt wird und wer nicht. Auf jeden Fall ist Fasten gut. Es kann auch helfen, wir haben das Thema ein bisschen angesprochen früher. Es geht darum, dass man einen Bruch mit der Vergangenheit macht, damit man ein neues Verhältnis zum Essen bekommt. Und wenn man ein paar Tage nichts gegessen hat, dann erlebt man das ganz anders. Also alles schmeckt gut, wenn man zwei Tage nichts gegessen hat. Aber vor allem die Autophagie wird gefördert. Die was? Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Autophagie, das ist, wo die Makrophagen, also diese Fresszellen, die gehen los auf alles, was nicht da sein sollte. Schlacken, Fettüberschüsse, sogar missbildete Zellen. Und solange Nahrung ständig kommt, dann bleibt alles, wie es ist. Autophagie bedeutet, es ist eine Selbstreinigung im Grunde genommen. Und es gibt sogar Berichte, wo Leute tatsächlich Krebs dadurch gestoppt haben. Man muss ja immer vorsichtig sein mit Krebskur natürlich, aber auf jeden Fall habe ich diese Erfahrung gemacht, dass Fasten gut ist, nur wie macht man das? Und das Intervallfasten funktioniert am besten, weil man ein- oder zweimal am Tag Nahrung zu sich nimmt. Das heißt, da gibt es ja dieses Konzept, dass man sagt, man isst innerhalb von 8 Stunden und 16 Stunden nichts. Richtig, ja. Und ich glaube, wenn man es härter macht, 4 Stunden isst man und 20 nicht. Da gibt es verschiedene Modelle. Ja, richtig. Und man kann auch eine Mahlzeit am Tag essen, das heißt 23 Stunden nichts. Ich kenne zum Beispiel einen in Leverkusen, der sehr hohe Werte von Blutfett hatte. Triglyceride heißt das. Sehr hohe Werte. Und er hat mich dann angeschrieben, was er machen soll. Ich habe ihm vorgeschlagen, dieses einmal am Tag essen, also Intervallfasten, aber das ist die harte Kur, weil das sehr hoch war. Das war so weit über die obere Grenze. Und er hat das gemacht und er fühlte sich so wohl. Nach 10 Tagen aber musste aufhören, weil er Kältegefühl bekommen hat. Das ist ein Zeichen, dass jetzt brauchst du mehr Essen. Dann hat er mir erzählt, dass er wieder zum Arzt hingegangen ist und wollte, dass er jetzt kontrolliert. Und der Arzt sagte, das bringt nichts, das sind nur 2 Wochen, das kann nicht so radikal sich ändern. Aber er war so penetrant. Ja, penetrant ist ein gutes Wort. Da hat der Arzt gesagt, gut, das machen wir. Und er war also zwischen Mitte und niedrige Grenze. Und der Arzt hatte gesagt, das hätte er noch nie gesehen. Dann hat mein Freund da ihm gesagt, wollen Sie mich nicht fragen, wie ich das hingekriegt habe? Ich kenne mehr Leute, die das gesagt haben. Wollen Sie mich nicht fragen, wie ich das hingekriegt habe? Denn die meisten Mediziner interessieren sich nicht dafür. Denn sie sind nur symptomgerichtet. Aber Fasten ist eine Art, es gibt es auch seit Jahrtausenden, ist eine Art, wie der Körper sich selbst heilt. Aber man muss eine gewisse Körperreserve haben. Und wenn man schon etwas schwach und untergewichtig ist, dann wird das bestimmt nicht gut gehen. Aber Fasten ist etwas, was ich, also Intervallfasten empfehle ich immer bei Krebspatienten, außer wenn sie also in einem fortgeschrittenen Stadium sind, wo sie jetzt abbauen. Und das bringt sehr viel. Ich habe vorhin erwähnt, von dem Mann, der Selbstmord begehen wollte. Das wirkt auf allen Ebenen, geistig, körperlich. Und jeder kann das ausprobieren. Denn wenn man meint, dass man nicht so lange ohne Essen auskommen kann, dann isst man eben was. Der erste Schritt ist 3 Mahlzeiten am Tag, keine Zwischenmahlzeiten. Das ist erstes. Denn manche Leute können kaum 3 Stunden gehen ohne Essen. Und wenn man das gekriegt hat, jetzt kappt man 1 Mahlzeit, jetzt sind das 2. Und dann ist die Frage, wie weit zwischen den Mahlzeiten, so mindestens auf 4, 5 oder 6 Stunden zwischen diesen beiden, das bedeutet eine lange Lücke dazwischen,
dann hat man die besten Erfolge, aber dann auch ist die größere Herausforderung. Ich merke schon, das ist ein eigenes Sendungsthema. Das, ja, ja. Ja, ich sollte jetzt aufhören. Ich kann tatsächlich ein ganzes einen Vortrag zu dem Thema machen. Aber ja, um es kurz zusammenzufassen, Fasten ist gut. Ich würde es ausprobieren. Und Intervallfasten ist für jeden möglich, nur nicht von heute auf morgen für alle. Mhm. Haben wir noch eine weitere Frage hier im Publikum? Ja, das Mikro, wo ist das? Ah, ja, bei Ihnen, wunderbar. Guten Hallo, Abend. Herzlich willkommen. Mein Name ist Irmtraut Mutschler. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich habe eine Frage an die Frau Aufschneider. Und zwar interessiert mich das sehr auch mit den Kindern, wie die reagieren, weil ich finde, da sind ja auch viele Sachen so unverfälscht. Wir haben jetzt viel über Zucker geredet, aber eigentlich sind es zwei Fragen. Was haben Sie jetzt konkret geändert und wie haben die Kinder reagiert? Die werden ja nicht nur gejubelt haben. Sie haben auch gesagt, am Anfang mussten sie es durchboxen. Aber sie haben gesagt, dass sie jetzt nicht mehr krank sind. Aber was macht das zum Beispiel? Haben sie Phosphate weggelassen? Oder wie sieht es aus mit Konzentration? Und wie fühlen die Kinder sich selber? Also wir haben das Glück gehabt, dass unsere Kinder 4 und 6 waren, als wir diese Ernährungsumstellung gemacht haben. Das heißt, so ganz viel Spielraum hatten sie nicht, dass sie da mitsprechen konnten. Und nein, sie waren nicht begeistert. Und sie waren auch wirklich, am Anfang teilweise den Tränen nahe oder auch in Tränen, als ich mit meinen grünen Smoothies und sonst wieder herkam. Es war ja tatsächlich auch die Situation, dass ich intuitiv das Gefühl hatte, das stimmt was mit der Ernährung nicht und jetzt müssen wir radikal was ändern, sonst sind die Zähne von unserem Sohn futsch oder gehen kaputt. Das war also meine Motivation, da auch sehr hart durchzugreifen. Und das hat dann 3-4 Monate gedauert und dann waren die Kinder auf die umgestellte Ernährung eingestellt und haben das dann auch gerne gegessen. Und wir haben dann also überwiegend morgens zum Beispiel Porridge gegessen, also so eine Hafergrütze mit Obst und Trockenobst oder Frischobst und mittags viel Suppen und viel Gemüseeintöpfe und das essen die mittlerweile gerne. Und das ist anders, wenn das Kind 14 oder 15 ist, dann muss man einen ganz anderen Diskurs führen, gegebenenfalls über den Intellekt. Schwierig ist es immer mit den Peer-Situationen, also Peer-Group-Pressure oder Peer-Pressure. Da kommt eigentlich der größte Widerstand her. Danke für die Antwort. Waren das die zwei Fragen? Wie geht's Ihnen jetzt? Ja, also Sie sind grundsätzlich, wie gesagt, einfach vital, gesund. Die können sich sehr gut konzentrieren, die sind fröhlich, die sind ausgeglichen, die schlafen beide ihre 10 Stunden durch, die haben auch keine Albträume. Wir haben weder Darm noch Hauterkrankungen noch sonst was. Die haben ganz selten irgendwie mal einen Fieber, der dann irgendwie 2 Tage vielleicht mal hält. Unser Sohn hat gelegentlich noch mal einen Herpes. Ja, das ist so das Höchste der Gefühle. Und unsere Tochter hat, wenn sie nicht immer mal wieder beim Trinken aufpasst und eine kleine Portion Magnesium bekommt, kriegt sie einen Muskelkrampf nachts in der Wade. Das sind so das, was wir an Krankheitsbildern überhaupt noch bei uns haben. Mhm. Und das sind jetzt 6 Jahre. Also ich war mit den Kindern, einfach weil keine Notwendigkeit mehr bestand, auch in diesen 6 Jahren nicht einmal beim Arzt. Und beide ein Strich in der Landschaft. Ja, so wie das früher halt war. Ne? Ich meine, die sind beide muskulös, die sind also athletisch gebaut, aber schlank. Wir haben noch Fragen, das habe ich gesehen. Bitte, das Mikrofon. Ja. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Angelika Schegner. Hallo. Und ich hätte mal eine Frage an Professor Spitz. Es geht um die Vitamin D-Konzentration im Körper. Mir hat letztlich ein Arzt gesagt, wenn die zu hoch ist, das wäre nicht gut für die Nieren. Also ich hatte, glaube ich, so 375 Nanomol ist das, glaube ich. Ne? Nach Nanomol wird das gemessen. Und da meint er, ja, das ist nicht so günstig, weil die Nieren darunter leiden könnten. Danke für Ihre Frage. Können Sie mir da was zu sagen? Das heißt, die zu hohe Dosierung war das Problem von Vitamin genau. D. Genau, ja. Also 375 Nanomol sollte man auch nicht unbedingt haben. Aber umgekehrt, es schadet auch nicht, weil Mutter Natur extrem schlau ist. Vitamin D ist nämlich eine Vorstufe.
Und Vitamin D selber hat so gut wie keine Wirkung. Erst wenn es 2-3 Mal umgewandelt worden ist, wird es scharf gestellt, übrigens die Schilddrüsenhormone auch, scharf gestellt und dann hat es die Wirkung. Das heißt also, mit 350 Nanomol wird in der Regel überhaupt nichts passieren. Nur es ist nicht nötig in der hohen Dosierung, weil man es nicht braucht. Der Vorrat bis etwa 150, 200 Nanomol reicht aus. Oder wir rechnen üblicherweise in Nanogramm. Da sind das etwa 60 bis 100 Nanogramm. Wenn man dieses erreicht, hat man gute Vorräte für alle Fälle, die da kommen und ist ausreichend versorgt. Klammer auf, wenn man regelmäßig supplementiert, täglich supplementieren, so wie wir früher täglich in die Sonne gegangen sind. Gibt es denn da auch Unterschiede? Ich habe mal gehört, dass das Problem oftmals mit Nahrungsergänzungsmitteln auch ist, dass die gar nicht da ankommen, wo sie hin sollen. Also dass sie vorher schon wieder ausgeschieden sind. Also gibt es, kann man sagen, dass Tropfen besser sind als Kapseln? Oder also haben Sie da Erfahrungen? Also beim Vitamin D gibt es eigentlich gute Erfahrungen, ob es Tropfen, ob es Tabletten oder sonst was sind, vorausgesetzt, die Nahrung zu dem Zeitpunkt ist fettreich. Es geht darum, dass der Vitamin D fettlöslich ist und im Darm muss die Fettresorption eingeschaltet sein. Ist das dieses Vitamin K, was auch noch dazu gehört als Ergänzung? Also kann man es dadurch, kann man das Fett dadurch umgehen? Nein. Vitamin K ist ebenfalls fettlöslich, ist ein wichtiges Vitamin auch für den Knochenstoffwechsel. Aber K und D arbeiten unabhängig voneinander. Die sind aber ganz oft kombiniert. Also ich sehe das immer wieder. Man kombiniert die jetzt relativ häufig aus dem einfachen Grunde, weil wir nachträglich gelernt haben, dass dadurch, dass viele Menschen sich eben nicht mehr richtig ernähren, dass viele ein Leaky Gut haben, das heißt also Verdauungsstörungen haben, dass dadurch auch der K-Spiegel entsprechend schlecht ist. Und dann kann ich natürlich sagen, dann mache ich gleich ein Kombipräparat und schlage 2 Fliegen mit einer Klappe. Ja. Haben wir noch eine Frage hier? Ja. Guten Abend, hallo, herzlich willkommen. Hallo, ich bin Daniel. Hallo Daniel. Meine Frage richtet sich an Uwe Knob, alias Unilever Pressesprecher. Ja, also sagen wir, es gibt eine normale Person und sie sagen ja, es gibt, jeder hat noch das normale Urgeschrei drin und diesen normalen Hunger und das ist alles ganz normal und alles ganz super. Eine ganz kerngesunde Person, so die nehmen wir jetzt mal an. Die kerngesunde Person ist, was weiß ich, an einem Tag fängt sie an, was weiß ich, Tütensuppen zu essen oder irgendwas, was viele Geschmacksverstärker hat. So, und es ist erwiesen, dass Geschmacksverstärker den Appetit fördern und dass wir quasi mit Geschmacksverstärkern, je mehr wir davon essen, wollen wir immer mehr essen, immer mehr essen. Das ist ja auch dieser Effekt bei Chips zum Beispiel. Da will man immer die ganze Tüte zu Ende essen, weil da so viele Geschmacksverstärker drin sind. So, und jetzt macht das die Person, die im Kern gesund ist, nichts mit Genetik, bitte nicht diese Ausrede benutzen. Die macht das dann für, was weiß ich, ein Jahr lang und dann merkt sie, oh, ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, 40 Kilo zugenommen oder so. So, und dann ist schon quasi der Vogel abgeschossen. Und was sagen Sie dann? Ach so, ja, jetzt soll er die Ernährung ändern oder was? Also, wie soll man das einer Person beibringen, ohne dass man irgendeine allgemeine Annahme hat? Wo man einfach nur sagt, ja, N gleich 1. Alles ist personalisiert. Man kann keine allgemeinen Annahmen haben oder so. Also, wie soll das bitte funktionieren? Also ich glaube, das Unilever-Pressesprecher streichen wir mal an der Stelle. Aber das bin ich gewohnt. Dazu muss ich sagen, das passiert immer wieder. Wenn die Leute keine Argumente haben, dann wäre ich einfach diffamiert, als Industrie gesponsert, bezahlt von der Industrie. Und lauter so ein Blödsinn, was natürlich nicht stimmt. Ich agiere vollkommen unabhängig. Was ich sage, basiert auf meiner eigenen Meinung, auf der Analyse von bestimmt 10.000 Studien der letzten 10 Jahre. Da redet mir auch keiner rein. Das mache ich alles alleine. Von daher, aber das passiert immer wieder. Werdet ihr in den Kommentaren noch sehen und von daher ist es kein Problem, bin ich gewohnt, er hat es ja freundlich verpackt, von daher in Ordnung. Zur Frage selber, da kann man natürlich gar nichts zu sagen, weil erstens ist es einfach so konstruiert, irgendeiner macht irgendwas, warum sollte jemand nur noch Tütensuppen essen, warum sollte er nur noch Chips essen, weiß ich alles nicht. Das heißt, wenn es diesen Fall tatsächlich gegeben hätte, müsste man schauen, lieber Mensch, wir schauen wieder ganzheitlich, wie hast du dann im letzten Jahr gelebt und warum hast du dich auf einmal so komisch ernährt, wie sich kein normaler Mensch ernähren würde, nämlich nur noch Fertigprodukte, nur noch Geschmacksverstärker essen und warum hast du dann 40 Kilo in einem Jahr zugenommen? Ich ganz kurze Unterbrechung, weil Daniel, wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat ja gesagt, dass in diesen Geschmacksverstärkern, dass das eben, darüber haben wir auch in der Sendung gesprochen, dass das auch ein Suchtmittel ist. Ja, das ist ein kleiner Aspekt. Die Frage muss aber sein, wie werde ich ganzheitlich
in die Anamnese gehen. Das heißt, ich kann nicht nur sagen, okay, der hat Geschmacksverstärker gegessen, das ist der Grund, wunderbar, haben wir es doch, auf Wiedersehen, lass die weg, dann wirst du wieder dünner. Sondern man muss schauen, warum ist ein Mensch in einem Jahr mit seiner Ernährung komplett auf so einen komischen Zweig geraten, nicht in keiner Weise unterstütze, nur noch Fertigprodukte essen, was soll das? Hat dann 40 Kilo zugenommen, was fast keiner macht. Das heißt, er muss eine immense Krankheit haben, die es herauszufinden gilt. Das heißt, diese Person muss von einem Mediziner ganzheitlich untersucht werden und nicht nur Ernährung, sondern alle Faktoren. Also auch Psyche zum Beispiel. Was war mit der Beziehung los? Was Beruf? Ist mit Stress? Ja. Hast du irgendwelche Krankheiten entwickelt? Ja? Hast du psychische Probleme? Hast du somatische, körperliche Probleme? Was ist sonst noch in deinem Umfeld passiert? Hat sich ein Trauma aus der Kindheit wieder entwickelt? Hast du einen Job verloren? Ist die Freundin weg? Oder weiß der Kuckuck was? Man muss es immer ganzheitlich betrachten. Deshalb kann man solche Fragen nicht beantworten, weil man einfach 99% der Informationen nicht kennt. Zur Frage nach den Geschmacksverstärkern, das ist auch immer so ein beliebtes Argument, oh, die Tüte Chips geht auf und dann schwuppdiwupp ist die leer und so weiter. Da muss man sich immer fragen, ja, warum essen die Leute die dann leer? Wenn man Chips isst und man achtet darauf, ist die bewusst und nicht beim Kino schnell herein, rein, rein. Wieso soll man eine ganze Tüte essen, wenn ich satt bin? Ich esse zum Beispiel ab und zu mal Chips, das passiert nicht häufig, nach 3, 4 Portionen habe ich keinen Bock mehr. Fertig, aus. Weil ich die bewusst esse. Also dieses Argument oder diese Hypothese, alles, was Geschmacksverstärker hat, wird sofort weggefressen wie von so Maschinen. Dafür gibt es auch keinen Beleg, ob das Zeug da drin sein muss oder nicht. Das ist eine andere Frage. Wenn du Chips kaufst und du liest Geschmacksverstärker oder Aromen oder sonst was und sagst, will ich nicht, da kaufst du einfach Chips in einem Bioladen oder sonst wo, wo Kartoffeln, Öl und Salz drin ist. Punkt aus Ende. Und wenn du dann merkst, die esse ich auch leer, dann hat es nichts mit dem Geschmacksverstärker zu tun, sondern mit deiner Art zu essen. Vielleicht ist dann der Grund ganz woanders zu sehen. Das heißt, man muss es einfach gegenprobieren, aber ein Beweis dafür, Chips sind auf und sind leer, das ist Quatsch. Vielen Dank. Haben wir noch eine Frage? Ja, bitte. Haben Sie ein Mikrofon? Helga, ja, wir kennen uns. Genau, wir kennen uns. Helga ist von Anfang an dabei im Publikum. Mal Applaus für Helga. Helga, unterstützt uns hier auch. Ich habe eine Frage an die Runde zu den Supplementen nochmal. Wo kann ich erfahren, also das umtreibt mich schon ganz lange, wo kann ich erfahren, wie ich denn sinnvoll supplementiere? Weil es gibt ja immer diese Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die schon mal so ein bisschen in Frage stellt. Da steht dann auf irgendwelchen Supplementen, ja, das ist dann 100% von der Empfehlung und das ist 400% und das ist 25%, irgendwie so wirre Zahlen. Erstens, was ist von diesen Werten, die da vorgegeben werden, zu halten? Und das nächste ist, wie stelle ich denn meine Supplemente sinnvoll zusammen? Ich hatte vor ein paar Monaten bei Auf 1 einen Bericht gesehen und der sagte eine Ernährungswissenschaftlerin, dass man da sehr aufpassen muss, dass man nämlich nicht mit der Einnahme eines bestimmten Supplements sich sogar schadet, weil nämlich wieder was anderes dadurch fehlt und das muss man dann auch wieder ergänzen. Aber ich habe nirgendwo irgendwas mal gefunden, wo ich nachlesen kann, wie stelle ich das wirklich jetzt vernünftig zusammen. Ich bin jetzt einfach dann dazu übergegangen und habe dann so ein Vegan Complete Präparat gekauft. Aber ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich habe einfach die Verantwortung abgegeben. Aber ich würde eigentlich lieber selber entscheiden, was nehme ich da und was nehme ich nicht. Ich glaube, das ist was man, also ich gebe das jetzt in die Runde, aber nur wiederum sehr individuell für jeden entscheiden kann. Da sind wir wieder bei der Individualität, weil ich glaube, das funktioniert nicht, dass man sagt, okay, hier ist irgendwie ein Präparat und da ist alles drin. Aber Herr Spitz, also es gibt in Deutschland jemanden, der in Ernährungsfragen sehr kompetent ist, in Bestandteilen, das ist der Dr. Gröber. Er ist von Hause aus Pharmazeut und hat sich intensiv da eingearbeitet. Wir haben mit ihm zusammen ein ganzes Seminar aufgebaut, wo alle Mikronährstoffe drin behandelt werden und genau gesagt wird, wo sie drin sind, wie viel man davon supplementieren muss, jedenfalls wenn. Also wenn Sie wollen, das ist bei uns in der Mediathek drin, kann man sich diese Informationen beschaffen. Ja, zusammengetragen, zu Vitamin D haben wir ein Portal
im Internet stehen, das ist die Sonnenallianz, da ist alles, was irgendwo über Vitamin D publiziert worden ist, ist dort zu finden, kann man einen Vitamin D-Rechner nachschauen, da kann man die Supplementationsempfehlung nachschauen. Das heißt also, suchen Sie sich Quellen, denen Sie vertrauen können, und dort gibt's dann die Informationen, an denen man sich halten kann. Das ist dann die Aufgabe, die wir jetzt haben. Ich habe die Frage aber auch dahingehend verstanden. Also wie oft muss ich zum Beispiel ein Blutbild machen lassen, um das zu... Diagnostik? Also die Diagnostik, was mir fehlt. Ich kann jetzt nicht täglich oder jede Woche ein Blutbild machen lassen, okay, um zu gucken, gut, wie viel brauche ich. Also dazu ist zu sagen, wenn man zufälligerweise darauf stößt oder im Rahmen auch von einer Krankheit, dann sieht, dass man ein Defizit hat, dann sollte man Lege 8 ist, das heißt nach Vorschrift supplementieren und etwa 4 bis 6 Wochen später noch einmal nachkontrollieren, weil man dann sieht, ob man die vorgegebenen Schwellenwerte erreicht oder nicht. Wobei in der Regel es nicht darum geht, zu verhindern, dass einer zu viel hat, sondern eher zu wenig, weil er nämlich zum Einnahmefehler hat. Noch einmal noch Vitamin D zurück. Wenn Sie als Veganer morgens Ihre Vitamin D-Tropfen, die fetthaltig sind, mit einem Müsli runterwürgen, wo kein Fett drin ist, dann werden Sie das Vitamin D nicht resorbieren. Und dann zeigt die Diagnostik nach 6, 8 Wochen, dass der Vitamin D-Mangel immer noch da ist. Und dann muss ich überprüfen. Oder ich muss auch mein Präparat überprüfen. Je nachdem, was Sie für ein Präparat kaufen im Internet, kann auch mal sein, dass da gar nichts drin ist. Also das ist ein Riesenproblem, was wir da haben. Aber es macht natürlich keinen Sinn, jetzt alle Vierteljahre das zu überprüfen. Sondern wenn man den Mangel hat, supplementieren und dann eben einmal nachkontrollieren, ob die Dosis stimmt, und dann kann man mit der Dosis fahren. Ja? Denn so schnell stellen Sie Ihre Ernährung mit Sicherheit nicht um, dass Sie plötzlich alles in der Ernährung haben. Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Fairtalk. Abschließende Frage, vielen Dank erstmal. Wer sind Sie? Ich muss ein bisschen ablesen, Robert Schützer. Hallo Herr Schützer, schön, dass Sie da sind, guten Abend. Danke sehr. Vielen Dank erstmal für den informativen Abend. Ich wollte Sie alle fragen, wie Ihre Einschätzung zu meiner Frage wäre. Und zwar, werden die verschiedenen Ernährungsformen, die wir auch hier erläutert haben, nicht über die Medien zusätzlich befeuert, um uns zu spalten und uns von anderen Ereignissen abzulenken? Vielen Dank. Danke für die Frage, Schützer. Wer möchte anfragen? Frau Fraunhofschneider? Also Beschäftigungstherapie ist das mit Sicherheit auch, was hier gemacht wird. Also wir persönlich interessieren uns gar nicht für irgendwelche Ernährungskonzepte, sondern halten uns daran, dass die Ernährung einfach relativ unbelassen und von uns zubereitet wird. Und mir ist es völlig egal, wie das heißt. Aber das stimmt schon, also das ist wahrscheinlich auch ein Ablenkungsmanöver, wäre meine Einschätzung. Herr Eckhoff, möchten Sie dazu? Ja, die Ernährung ist von zentraler Bedeutung. Und ich mache meine täglichen Entscheidungen, was ich esse, aufgrund von meiner Erfahrung. Ich bin seit 1971 nicht mehr beim Arzt gewesen. Ich habe 4 Töchter. Ich habe 4 Töchter und 9 Enkel und die sind alle gesund geblieben. Also mit 4 Kindern, kein einziges Mal beim Arzt gewesen. Aber die sind auch nicht geimpft, aber das ist ein anderes Thema. Ich werde das nicht ansprechen hier. Und es ist für mich einfach eine Bestätigung, nicht nur in meiner Familie, sondern auch, weil ich berufsmäßig mit vielen Menschen zu tun habe. Ich habe Leute erlebt, die Endstadium Krebs hatten, die sich erholt haben. Also mehrmals. Sie haben 3 Monate zu leben und der Mensch lebt 23 Jahre. Überhaupt diese Prognosen sind sowieso eine Art von schwarzer Magie, sollte man gar nicht sowas sagen. Aber für mich ist es immer diese persönliche Bestätigung und nicht, weil ich denke, ja, die Makrobiotik ist so toll, Yin und Yang und ich werde das weiterhin machen, sondern man hat einen Kompass in sich und das ist eben die Hauptsache. Das Problem ist, dass die Ernährung extrem intim ist. Es stört Leute noch mehr als das Thema Politik oder Religion. Und ich kann mich an eine Frau in München erinnern, die hatte Krebs. Und ich habe ihr gesagt, sie müsste mit den Milchprodukten aufhören. Und sie sagte, ich würde lieber an Krebs sterben, als mit den Milchprodukten aufzuhören. Und das ist einfach eine Mentalität und da kann man nichts machen. Man muss diese Entscheidung respektieren.
meine, ich kann mir vorstellen, dass ich für Freiheit oder Gerechtigkeit sterben würde, aber nicht für Käse. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, und zwar, wo wir nicht drüber gesprochen haben, ist, wo kommt denn unsere Nahrung her? Und das, was wir heute betreiben, diese großindustrielle Produktion, ist ja schon ganz am Anfang der erste Fehler. Die Weiterverarbeitung ist der zweite Fehler. Aber der erste Fehler ist die großindustrielle Produktion. Und wenn wir wieder dahin kommen, dass wir lokal, regional und saisonal produzieren, vor den Toren der Städte, dann haben wir einen Riesenschritt schon nach vorne gemacht. Wenn wir die ganze Industrie, die Zwischenindustrie ausschalten können, die Bauern können ihre Sachen wieder selber verkaufen. Also auch das ist etwas, was die Gesellschaft schaffen muss. Mhm. Die Frage, Herr Schützer, ging ja auch in die Richtung, inwieweit wir uns durch diese verschiedenen Konzepte, inwieweit das auch wiederum der Spaltung dient. Also da würde ich nur ganz gern zwei Sätze zu sagen. Es kommt ja auch immer wieder darauf an, lassen wir uns spalten. Auch da wieder, man muss sich nicht spalten lassen. Also ich zum Beispiel, ich weiß, das ist schwierig, aber versuche, mich nicht spalten zu lassen. Das ist oftmals in Situationen und gerade in dieser Corona-Krise war das ein unglaublicher Energieaufwand, auch weil natürlich das Ego immer sagt, das ist ungerecht und da musst du gegen kämpfen. Und ich habe es aber versucht, es ist mir nicht immer gelungen. Ich glaube, das ist etwas, wieder in der Eigenverantwortung, sich nicht spalten zu lassen. Kann man so sehen, vielleicht abschließend dazu noch, es ist ein ganz einfacher Weg, sich ganz schnell zu profilieren und zu einer neuen Identität zu verhelfen, indem ich meine Ernährung komplett ändere. Ob da jetzt wirklich, sagen wir mal, im Hintergrund etwas arbeitet, um die Gesellschaft zu spalten, will ich jetzt auch mal nicht weiter ausführen. Aber natürlich können sich die Leute, wenn sie sagen, von heute auf morgen, ich werde Low Carb Mann oder ich werde Keto Frau oder ich werde Veganer Hybrid, was auch immer, dann bin ich sofort in einer ganz anderen Gruppe und viele fangen dann natürlich an zu missionieren und zu sagen, das, was ich mache, ist das Beste. Ja. Die Ketos sagen, wir sind die Besten, weil wir sind Keto. Wir sind eine Gruppe, ich bin da drin, ich habe Spaß. Die Veganer sagen, nee, wir sind's. Und andere sagen, wir sind's. Und das ist das, was diese Gruppen zu so einem Zulauf verhilft, weil man sich eben ganz schnell neu profilieren kann und neu darstellen kann, so, ich mache das jetzt. Gerade auch Kinder, Jugendliche, Heranwachsende in der Pubertät machen das gerne, um sich abzugrenzen von den Erwachsenen. Das können sie mit kaum einer anderen Lebensstilbereichen machen, außer mit der Ernährung. Von daher ist es so populär und es spaltet im Kleinen. Aber am besten sind die, die einfach das machen und die anderen nicht missionieren wollen. Und dann wird doch keiner gezwungen, sich zu spalten. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Also nicht alle, wir können ja gar nicht alle Fragen beantworten. Es gibt zu diesem Thema so unendlich viele Fragen. Mir fallen auch gerade noch wieder 17 Fragen ein. Was ist zum Beispiel mit Soja grundsätzlich? Und das ist auch wieder ein ganz eigenes Thema. Da könnten wir auch wieder einen ganzen Abend füllen. Aber wie ich das schon in der Hauptsendung gesagt habe, das Thema wird uns noch länger begleiten hier bei Fairtalk. Und auch wenn wir es jetzt nach 3 Jahren erst zum ersten Mal gemacht haben, ich bin davon überzeugt, nach diesem Abend, wir werden uns zu diesem Thema an diesem Tisch noch das ein oder andere Mal wiedersehen. Vielen, vielen Dank für diese Runde. Vielen Dank an Ulrike von Aufschneider. Dankeschön. Vielen Dank an Uwe Knob. Dankeschön, Herr Knob. Sehr gerne. Ein Dankeschön ebenso an Steven Acuff. Danke. Und ich hoffe, das, was Sie da noch im Hotelkühlschrank haben, dass das morgen noch schmeckt. Ja, sonst rufen Sie mich an, dann fahren wir gemeinsam zu einem Biomarkt. Ja. Und ein ganz herzliches Dankeschön auch an Professor Dr. Jörg Spitz, Dr. Med. Jörg Spitz. So. Danke an euch hier im Publikum, danke an euch fürs Zuschauen. Gute Nacht und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Danke. Auf Augenhöhe.